beeindruckendes Ding, vor allem die Geschützkaliber, die an der Seite dran sind. Hallo Basti, apropos beeindruckendes Ding. Schön, dass du in diesem Video dabei bist. Ja, hallo Dennis, ja, Nee, schön, dich auch mal da wieder war hier ja zu haben. was. Hatten ja länger nicht das Vergnügen, ein paar Wochen. Kann schon mal passieren. Jetzt fahren wir aber wieder über die Weltmeere. Und. Ahoi, Captain. Sind wir jetzt bei SpongeBob oder was? Fängt das nicht auch so an? Ich kenne das nicht Ich so bin gut. bereit, ich bin bereit. Oh Genau. Gott. Ja, wir fahren. Du fährst auch mit der Kolberg, ne? Genau. Ich fahre auch mit der Kolbe. Ich sehe gerade HE und AP, die Symbole haben sich Ja, die geändert. sind jetzt ein bisschen eindeutiger. Wobei das HE-Symbol meiner Ansicht nach immer noch ein bisschen mehr Flammen gebrauchen könnte. Also, oder? Ich meine, das ist so Feuer, Explosion. Also, es Explosion. sieht jetzt zwar so ein bisschen ja, anders aus als das andere, aber das andere ist sehr viel eindeutiger, dass da halt eine Panzerung durchbrochen war. Ja, keine Ahnung, könnten sie auch nochmal verbessern. Ja, man sieht schon, wir haben das jetzt ein paar Wochen nicht so richtig gespielt. Also, ein Und paar Veränderungen gab es. kommt mir das nur so vor, oder ist die Kamera weiter rausgesucht? Ich glaube, das kommt dir nur so vor. Vielleicht Okay. hast du sie noch nie so weit rausgezoomt. Vorher immer so auf halber Haha! Höhe gehalten. Nee, ich habe vorher immer nur durchs Zielfernrohr Ach so, geguckt, ja, weißt du? das ist, Dachte ich so. machen Noobs das nicht so? Habe ich mir sagen lassen. Shit, egal wohin, einfach nur Ja, feuern. naja, gut, ich bin ja der größte Noob von allen. Ich darf mich ja Da nicht kommt beschweren. Torpedobomber direkt vor dir. Ja, ich sehe schon. Und da hinten ist Aber Schlachtschiff hinter der hinteren Insel. Ja, ich ich fahre glaube, jetzt mal so ein bisschen noch vor. Das war ein bisschen scouten, aber dann drehe ich auch wieder um. ich glaube, dass der Torpedobomber dich eigentlich nicht bombardieren dürfte, aber sicher bin ich mir nicht. Und da kommt eine K2 direkt vor dir. Ja. Sehe Wurde gerade es, aufgedeckt. ich sehe es, ich sehe es. Ich weiß gerade nicht mehr so genau, wie weit meine Reichweite ist. 9, ein bisschen was Kilometer, okay. Das reicht. Oh, die drehen noch mal ein. Ach, guck mal, hier ist so ein kleiner Scheißer. Dann. Ach, auf die falsche Seite geschossen. Macht mir es okay. Der fährt rückwärts oder was? Oh Mann! Natürlich treffe ich hier Was nichts. machst Dieses du dumme denn? Schlachtschiff treffe ich nicht. Wie willst du denn das so treffen? Naja, gar nicht. Der fährt halt rückwärts. Ich habe das halt falsch gesehen am Anfang. Oder kommt der Karlsruhe? Ja, ich gehe mit drauf. Ich hab sie getroffen. Geilo. Ich wollte dies. Das ist so geil. Ich möchte die St. Louis treffen. Die South Carolina treffen, aber ich treffe die Karlsruhe Naja, irgendwie. kann passieren. Ich glaube, wir sollten wegdrehen. Ja, ich drehe auch sofort. Hab noch ein paar Ausfälle provoziert bei ihm. Okay, volle Wende. Ah, das lief doch ganz gut. Oh. Da, 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 da. Nicht rammen, nicht rammen, nicht rammen. Ausweichen, 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 ausweichen. Scheiße. Oh! Krass! Er trifft mich nicht, er trifft mich nicht. Hahaha. Okay, das war relativ erfolgreich, gleich zum Anfang. 25 Treffer. Hast du auch schon was getroffen? Ja. Das ist die kurze Antwort. Und was ist die lange? Wen hast du denn jetzt bearbeitet? Habe 7 Treffer Okay. und ich versenke gleich die Kolbe, wenn ich Glück habe. Nein, unser Schwesterschiff, das darfst du nicht. Voll gemein. Da diese Kolberg sich porten kann, wollte ich gerade sagen, immer mal wieder verschwindet und auftaucht. Ja, das ist Ah, halt ihr geheime geistiger Schinterschuld. Nazi-Technologie, weißt du? Die hatten das damals. Ja. Es war eine Wunderwaffe des Krieges. So, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen auf die South Carolina hier, hinterm Felsen. Die müsste ich nämlich Aua. ganz gut kriegen. Mir wird weh getan. Wer schießt denn auf dich? Die Okay, also Kolberg die wehrt und die sich. Eri. Die Eri? Wieso hat die Eri. Hä? Wieso hat die mehr Reichweite als ich? Das ist Ist ein bisschen Betrug. unfair. Die Eri ist doch Stufe 1, oder nicht? Naja, ist Jetzt. halt eine gute Stufe 1. So. Oh, die South Carolina geht ja voll ab, ey. Blödes Mistding. Kommt Alter. Torpedos. Komm schon. Noch ein paar schöne Hier Treffer. geht die South Carolina ab, die hatte ich.
nicht richtig getroffen. Haha, ich kann gerade noch so über den Berg drüber feuern. Dummes Mistding. Ich treffe die auch hinterm Felsen noch. Na, jetzt nicht mehr, aber sie sieht mich nicht mehr. Top. Ah, das lief doch bisher ganz gut. Ah, da kommen unsere eigenen Bomber. Ich fahre ja die ganze Zeit nur im Kreis, du auch, ne? Irgendwie. Ja, viel mehr können wir auch erstmal nicht machen. Ja, wir Brand zieht er. Liegen auch sogar gerade zurück, so ein bisschen. So, mal gucken, wo die Torpedobomber jetzt hingehen von uns. Jo, noch ein paar Treffer. An der Karlsruhe da hinten. Die müssten wir ja auch gleich haben, oder? Also ich meine. Ja, die weicht jetzt aus. Zieht sich zurück ein bisschen. Oh, scheiße. Oh, Insel. Insel! Ja, ich hab sie. Ich hab sie Karlsruhe erwischt. Ja. Top. Oh, die Source Carolina repariert sie. Ja, ich versuch sie auch gerade zu treffen, aber der Winkel ist scheiße hinter der fucking Insel. Da bestreben im Gesicht. Ach nee, das sind Fäden. Vom Schiff. Ah, ich treffe sie halt knapp nicht, ne? Sie steht halt so blöd hinter der scheiß Insel in Sicherheit. Ich will jetzt da aber auch eigentlich nicht rumfahren. Da ist ja auch noch so ein Zerstörer hier hinten. Ja, eine ISO-Karte. Ein Kater. Ein ISO-Karte. Kleiner Kater. Ein ISO-Karte. Oh, nein. Torpedos, Torpedos, Torpedos. Hahaha, aber knapp daneben. Dummes Ding. Ist kaputt, ne? Die South Carolina. Geil. Geilomat. Ja, nee, ich sehe sie versinken gerade, ja. Cool. Blub, blub. So, dann machen wir die ISO-Katze kaputt. Man müsste sowieso mal anfangen, viel mehr den Schiffen irgendwelche Spitznamen zu geben. Dann kann man sich die auch noch besser merken. Kann mir immer die Namen alle nicht so gut merken. Für Spiele ist nicht oft genug. Aber ISO-Katze finde ich schon ganz nett. Kann man machen. So, ich sehe auch den Flugzeugträger übrigens. Flugzeugträger gespottet. Da werde ich dann jetzt... Dafür diese blöde ISO-Katze. Ja, die sind halt so schnell, die scheiß Zerstörer. Ist halt nicht so... Nee, ich schieße entweder immer zu weit. Ja, na, die weicht halt total gut aus. Also ich bin jetzt Gott sei Dank nah genug dran, dass ich sie ganz gut kriege. Okay. Bei den Amis wäre es ja shit egal. Die Amis haben ja mehr als genug Munition immer gebaut. Ja. Da heißt es ja, schießt mal raus, shit egal. So. Ja, das ist dann hier auf jeden Fall historisch akkurat, weil ich schieße hier so viel gerade ins Wasser, aber wenn auch nur einer von sechs trifft immer, dann ist ja gut. Ja, erwischt. Okay. Mein Assist bekommen. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kommen nämlich die Torpedobomber. Jo. Und da kommen schon die ersten Torpedos. Ich dreh mich zu den Torpedos, wie du es mir beigebracht hast. Ja, aber hinter dir ist auch noch ein Torpedobomber. Ja, ja, ist okay, aber ich bin den ersten vieren schon mal ausgewichen. Das ist doch ganz gut. Aber der interessiert sich nicht für dich. Das ist ganz schön dämlich von ihm, denn ich schieße jetzt auf seinen Flugzeugträger. Ja, dann möchte er das Schlachtschiff versenken. Wie es aussieht. Ja. Hä? Der hat doch gerade erst Torpedos abgeworfen. Wieso konnte er schon wieder Torpedos abwerfen? Das muss ich jetzt nicht verstehen. So. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen unter Feuer hier, aber ich krieg's, glaube ich, ganz gut hin, den Flugzeugträger noch mitzunehmen. Irgendwie Karlsruhe. Ja. Schön drauf zielen. Ja, da kommen Torpedos auf den Flugzeugträger. Top. Und er ist hin. Super. Da ist noch einer. Oh, scheiße. Mir geht's schon nicht mehr so gut. Aber ein bisschen Schaden mache ich noch, bevor ich untergehe. Oh, scheiße. Torpedos. Von wo kommen die? Kann ich noch irgendwas machen? Wow! Die Levelbegrenzung hat mir gerade beim Ausweichen geholfen, weil ich so dran lang geslidet bin, dass die Torpedos mich nicht treffen konnten, obwohl sie durch ja, mich durch sind. Ja, aber jetzt, du musst ganz dringend von der Levelbegrenzung ja, weg. Ich das haben sie sich verändert. Ich fahr ja schon weg. Die verlangsamt sich nämlich abnormal. Ja. Da.
Fürst Karlsruhe. Oh! Ich mach's dir mal eben nach. Fährst du auch gegen? Ja, mein Gott. Hat ja auch keiner gesagt, dass wir Profis wären. Vor allem bist du auch an derselben Stelle gegengefahren. Das. Ich kann's halt. Das hast du gut gezielt. Muss man dir lassen. So, jetzt kommen den Flugzeugträger, den kannst du doch noch holen. Das ist deutsche Kriegskunst. Wir sind halt zielgenau. Ja. Ich meine, wir bauen nur Scheiße, aber das machen wir richtig gut. Und den tschüss. Hast du. Komm. Nein! Hey, nein! Ja, jetzt ist er weg. Auch. Sehr schön. Das läuft doch super. Ich habe schon 116 Zieltreffer. Das läuft gar nicht mal so schlecht. So, die Flugzeuge fliegen jetzt hier so ein bisschen doof durch die Gegend. Stürzen irgendwann ins Wasser. Wenn wir keine Flaks haben, ist das relativ. Ja, stimmt. Eine Flak hätte ich ganz gerne mal demnächst. So, was haben wir denn hier noch? 12 Kilometer weg. Ja. Oh Gott. Ohoho. Guck mal, da kommt Torpedos. Oh oh. Scheiße. Oh, fuck. Aber du lebst noch. Ja, top. Jetzt hast du sogar genauso viel Leben nur noch wie ich. Ungefähr. 5500. Ich habe aber kein Höhlenbruch gekriegt. Na, das ist dann schon ganz nice. Ich fahre mal in die gegnerische Basis rein, mal gucken, ob sich da was machen lässt. Die Gegner sind unten beide. Ja, ich sehe sie ja. Aus meiner Position hier. Ganz gut. Aber sie sind halt zu weit weg. Ich habe jetzt auch keine Lust, da hinterher zu fahren, deswegen. Ich bin ja gleich in der Basis hier. Ja, das haben wir ja sowieso schon gewonnen, ich meine. So eine hohe Überlegenheit. Und noch 2 Flugzeugträger und überhaupt. Das läuft. Mann, ich mag die deutschen Schiffe. Die sind irgendwie geil. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie macht das immer Spaß. Die schießen schnell und die sind ziemlich zielgenau. Das ist deren Vorteil. Also ich habe das Gefühl halt, dass die einzelnen Schüsse halt nicht so stark sind, aber die schießen halt so extrem schnell und viel und so. Also deswegen. Vor allem genau. Ja. Sehr ja, genau. Stimmt. So, jetzt nehmen wir hier mal die Base ein. Da brauchen wir zwar auch noch ein Minütchen oder so, aber egal. Und man hat später auch Torpedos. Ja. Yeah. Ja, ich freue mich auch schon auf die Karlsruhe, ist die nächste, ne? Das war dann die Stufe 4. Ja. So, mal Full Stop hier. Ich will auch noch. Willst du auch noch mit erobern? Ja, ein bisschen ist ja noch da. Hallo, hey. Geht das eigentlich schneller, wenn man zu dritt drin ist? Ja. Okay. Na dann ist es ja gut, dass wir zu dritt drin sind. So, der Typ da hinten ist leider 13 Kilometer weg, da kann ich halt überhaupt nichts machen. Aber er kann auch nichts machen, also die Karlsruhe kann ich 13 Kilometer feuern. Du siehst sehr zerbeult aus. Ja, du nicht, oder was? Guck dich mal an. Ach, bei mir setzt schon der Rost an, so halt. Ja, ich sehe das. Sehr, sehr rostig. Aber was soll's, bisschen Oxidation hat noch niemandem geschadet. So, ein Drittel Basiseroberung noch. Ja, das kriegen wir. Was schießt der da die ganze Zeit auf die Flugzeuge? Oder wo schießt der hin? Hä? Weiß ich nicht. Der schießt irgendwo auf die Levelbegrenzung, der Kollege, der hier noch mit uns ist. Der hat halt Spaß. Soll ich mal auf ihn schießen? Dann weiß er, wie sich Spaß anfühlt. Mach ich, glaube ich, nicht. Bin ja kein Kameradenschwein. Hab schon mal einen versenkt. Absichtlich oder aus Versehen? Absichtlich, weil er zwei aus unserem Team auch versenkt hat. Ah, okay. Das war so eine Verrätersau sozusagen. Yeah. Eine Trollsau. Und noch wenige Sekunden, dann haben wir es geschafft. 3, 2, 1, top. Schön. Haben wir gut gemacht. Wir können es immer noch, Basti. Merkst du das? Wir können es immer noch. Wir haben nichts verlernt. Trotz Pause. Ja, richtig. Vielleicht sollten wir ab jetzt immer einen Monat Pause machen oder so. Kann nur besser werden. Schön. Ja, auch beide einen erledigt. Finde ich gut. Ausführlicher Bericht. Ja, war gut. War gut. 29.000 Schaden gemacht. Boah. Krass. Okay, geil. Guti, mit 2200 Punkten kann ich mir halt aber mal so gar nichts kaufen, weil ich 7000 brauche für die Karlsruhe. Das heißt, ein weiteres Gefecht muss her, aber das dann erst in einer nächsten Folge. Bis dann. Jo, bis dann.